musste mir ja jetzt eine Freizeitbeschäftigung suchen. Und da haben Freunde mir empfohlen, zum Golfen zu gehen. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war eine gute Entscheidung. Auf Urlaubsreisen schon auf Sardinien, an der Agave und in Holland gespielt. Wir waren jetzt eine Woche in Holland mit der Familie in Urlaub. Und da waren wir bei Amsterdam in Woldam auf dem Golfplatz mit meinem Enkelsohn und mit meinem Sohn. Das war sehr schön. Das macht sehr viel Spaß. Mein Heimatclub ist Wittenbeck. Da steht hier auch dran. Das muss ich immer dran haben am Beck. Und da fahre ich also immer in die Richtung Kühlungsborn und spiele dann ständig in Wittenbeck Golf. Ein- bis zweimal die Woche mache ich das und das macht mir sehr viel Spaß und dadurch bin ich immer in Bewegung. Niemals. Das ist etwas, worüber ich mich jetzt freue, dass es das gibt. Aber zu DDR-Zeiten gab es keinen Golfsport. Und insofern habe ich nie dran gedacht, dass ich mal irgendwann Golf spielen werde. So, und dann kam die Wendezeit, 89. Und dann sollte es keine Polikliniken mehr geben. Und dann musste ich mich, wie alle anderen Zahnärzte auch, ich war schon 53 Jahre alt, also fast 54, musste ich mich noch niederlassen. Das heißt also eine eigene Zahnarztpraxis aufmachen. Praxis habe ich bis 2005 gemacht und 2007 war es dann mit der Kammer vorbei. Da war ich aber schon fast 70 Jahre alt. Ich habe hier noch ein paar Bilder, die meine Vorstandsarbeit auch zeigen. Das war schon in Ordnung so. Wenn man so 70, 75 Stunden die Woche gearbeitet hat und hört dann urplötzlich auf, dann fällt man, wie das so schön heißt, in ein tiefes Loch. Und dadurch, dass ich nun noch für die Kammer zwei Jahre zumindest tätig sein konnte, war das nicht ganz so schlimm. Und dann musste ich mir Beschäftigung suchen. Ich war ja nun im Ruhestand und hatte ja nie Zeit, mir ein Hobby zu suchen, als ich noch gearbeitet habe. Und da bin ich in die Volkshochschule nach Bad Doberan gegangen und habe mich da für einen Computerkurs angemeldet. Ich hatte mit dem Computer überhaupt keine Berührung, als ich im Beruf war. Das haben meine Mitarbeiterinnen gemacht. Und nun sortiere ich das alles und bearbeite das. Ja, hier habe ich noch ein paar Fotos aus der Barlachstraße. Da war ich als Oberarzt und als Chefarzt tätig. Hier oben sieht man mich noch. Das sind alles meine Assistenten. Hatte immer drei Assistenten zu betreuen, das heißt Zahnärzte, die gerade mit dem Studium fertig geworden waren. Ja, Frisur, ich könnte mich schlapp lachen. Das ist ja nicht zu fassen. Aber das war eben damals Mode. Lange Koteletten und die Haare ganz lang und strähnig. Und hinten mussten sie über den Kragen stehen. Wahnsinn. Von Berufung möchte ich nicht sprechen, aber als ich nachher dabei war, da hat es mir unwahrscheinlich Spaß gemacht. Und das Tolle an der ganzen Arbeit war, dass die Patienten sehr dankbar waren, wenn man ihnen die Zahnschmerzen genommen hat oder wenn man ihnen die Zähne wieder repariert hat. Und das war schon sehr schön. Ich bin ständig im Garten, immer so 2-3 Stunden. Wir haben ja ein Grundstück von über 600 Quadrat und das muss ja alles gepflegt und in Ordnung gemacht werden. Rasen muss gemäht werden, die Büsche müssen beschnitten werden. Naja, das ist ja so, dass ich dadurch immer an der frischen Luft bin. Und dann bin ich ja durch meinen Beruf auch ein Ordnungsfanatiker. Das muss dann alles ein bisschen gut aussehen und wir haben ja auch zwei Gewerbe hier im Haus. Und wenn die Kundschaft dann kommt und die Klienten von meiner Frau kommen, dann muss das ja auch alles ein bisschen ordentlich sein. Und das macht mir auch großen Spaß. Und vor allen Dingen schön ist es, sich zu bewegen, an der frischen Luft zu sein und immer aktiv zu sein. Und wenn man etwas älter ist, dann ist es ja ganz wichtig, dass man sich ständig bewegt. Also meiner Meinung nach ist die Bewegung, die tägliche Bewegung, das Aktivsein, das Allerwichtigste im Alter. Und das versuche ich auch irgendwie einzuhalten. Manchmal geht es mir nicht so gut, da kann ich nicht so viel machen. Aber es gibt auch wieder Tage, da bin ich also äußerst aktiv und da habe ich auch keine Probleme,
Gleichgewicht zu bewegen. Und insofern ist es für die Gesunderhaltung sicherlich ganz gut, wenn man sich ständig bewegt. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, dass viele Menschen nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Es ist auch schwierig, die Beschäftigung zu finden, die einem Spaß macht und die auch nutzbringend ist. Und ich glaube, dass ich das für mich gefunden habe. Jetzt habe ich mich mit dem Leben, was ich jetzt führe, abgefunden. Aber es war, wie gesagt, damals ein bisschen schwierig, Dinge zu finden, mit denen man seine Zeit ausfüllen kann. Und jetzt ist das alles in Ordnung. Aber wenn ich ehrlich bin, hat das schon so 3, 4, 5 Jahre gedauert, bis ich loslassen konnte, wie man so schön sagt. Familie ist das Schönste, was es gibt. Ja, ich habe ja 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn, und die haben wieder Kinder. Das heißt, wir haben 3 Enkelkinder und die sind alle in ziemlich großen zeitlichen Abständen voneinander groß geworden. Und wir haben also, meine Frau und ich, 3-mal den Spielplatz zur Genüge erlebt. Ja, nicht so ganz einfach, aber es hat viel Spaß gemacht. Meine Mutter und mein Vater leben hier. Und meine Großeltern auch, mütterlicherseits. Ja, ich denke oft an den Tod. Wir wissen ja alle, dass wir sterben werden. Und natürlich denkt man daran, wie man mal stirbt. Ich weiß, was ich will, und das habe ich in der Patientenverfügung festgelegt. Das haben meine Frau und ich uns alles abgesprochen und wohl überlegt. Ich habe keine Ziele, ich habe nur den Wunsch, dass ich noch lange gesund bleibe und dass es mir noch gut geht und dass meine Familie gesund bleibt, meine Frau und meine Kinder und meine Enkelkinder. Und dann, glaube ich, kann ich sehr zufrieden sein. Ich habe viel erreicht, ich bin mit dem, was ich erreicht habe, zufrieden und das ist alles gut so. Aber jetzt kann ich meinen Ruhestand genießen und ich bin mit allem zufrieden, auch mit dem, was ich tue. Und es ist alles so in Ordnung.